Hallo, hier ist Alexander Gottwald. Ich bin gerade ziemlich aufgeregt, weil ich dir etwas total Neues zeigen werde. Wir werden nämlich das erste Mal eine astrologische Live-Präsentation zusammen haben. Das heißt, wir treffen uns in meinem niegelnagelneuen Webinarraum und da werden wir uns zusammen die Horoskope für den Oktober anschauen. Denn die haben es echt in sich und ich möchte das einfach ausprobieren, wie das funktioniert, wenn ihr einfach direkt Fragen stellen könnt. Okay? Also wenn du Lust hast, hier unter diesem Video findest du einen Link, um dich anzumelden. Völlig kostenlos, unverbindlich, mit nichts an Verpflichtungen verbunden für dich. Und ich freue mich einfach, wenn du mit dabei bist und eben auch deine Fragen damit einbringst. So, schauen wir uns den spannenden Astro-Oktober mal zusammen an. Ich setze mir meine Brille auf und los geht's. Wie ich eben schon sagte, erwartet uns ein super spannender Monat im Oktober. Wir haben also die heißeste Konstellation im ganzen Jahr, nämlich ein Feuertrigon. Dazu werde ich natürlich einiges sagen und auch mit dir drüber sprechen, denn du siehst hier ganz, ganz groß geschrieben deine Fragen. Ich möchte also, dass wir wirklich ins Gespräch kommen. Ja, ich möchte, dass meine astrologische Arbeit, was YouTube angeht und was meinen Blog angeht, dass das noch viel mehr aus dieser Einbahnstraße, also ich liefere und du liest und hörst dir das an, rauskommt. Denn ich möchte wissen, was interessiert euch wirklich? Also was bewegt euch? Welche Fragen kommen da? Und die möchte ich eben einfach auch in dieser Konferenz, die wir da gemeinsam haben, beantworten. Und beginnen möchte ich allerdings bei der Wiedervereinigung. Ja, diese sogenannte Wiedervereinigung, die am 3. Oktober 1990 eingetütet wurde, die hat es wirklich in sich. Ja, dazu sage ich also definitiv einiges. Das ist das Horoskop. Das sieht ziemlich wild aus und enthält auch einige wirklich sehr, sehr aufschlussreiche Aspekte. Ich hatte mir das vorher nie genauer angeguckt. Aber wir werden also sowohl das Horoskop der Wiedervereinigung uns näher anschauen, als auch die aktuellen Transite, die da einwirken. Also allein das ist schon spannend wie ein Krimi. Dann kommen wir, wie gesagt, auf das Feuertrigon. Mars, Jupiter, Uranus stehen in Feuerzeichen und das in der Phase kurz vor dem Vollmond. Das heißt, und dieser Vollmond wird auch noch eine Mondfinsternis mit sich bringen. Und das Horoskop allein auch dieses Vollmondes ist super spannend. Wir haben also hier dieses Feuertrigon und wir sehen hier, dass Mars auf einem ganz bestimmten Punkt steht. Den nennt man den großen Attraktor. Und das ist eins dieser galaktischen Zentren, die massive Einwirkungen haben im Horoskop. Und genau da steht der Mars, genau zu diesem Feuertrigon. Und das ist nicht das Einzige, was Mars diesen Monat treiben wird. So viel schon mal vorab. Wir haben dann natürlich zum Monatsende noch die Sonnenfinsternis. Und auch die hat es gewaltig in sich. Die bildet nämlich auch massive Aspekte mit dem Pentagram of Blood, mit einer geometrischen Struktur, die jemand mal auf der Landkarte des nordamerikanischen Kontinents entdeckt hat und die mit unheimlich vielen Ereignissen verbunden ist. Wir sehen, dass von diesen fünf Eckpunkten des Pentagram of Blood drei im Einflussbereich dieser Sonnenfinsternis liegen werden. Und auch da werde ich mir ein Horoskop genauer anschauen, nämlich das von diesem nördlichsten Punkt dieses Pentagram of Blood.
Und auch dieses Horoskop hat es in sich. Also das ist das Horoskop der Sonnenfinsternis in Repulse Bay an der Spitze von diesem Pentagram of Blood. Und auch darauf werde ich im Detail in dieser Konferenz eingehen, zu der du, wie gesagt, kostenlos und ohne jede weitere Verpflichtung eingeladen bist. Ich möchte aber noch mehr machen, denn ich finde es wichtig, dass ihr auch ein bisschen versteht, was ist eigentlich Astrologie? Und deswegen gehe ich auch auf Aspektfiguren ein, die in den Horoskopen sichtbar sind. Ja, also wir werden in dieser gemeinsamen Konferenz erfahren, was ist denn eine Jodfigur, wie wirkt die sich aus, was ist ein Telemikroskop und auch was ist ein T-Quadrat, was ist eine Drachenfigur und was ist eine Fischreuse. Und natürlich gehen wir auch darauf ein, was dieser rückläufige Merkur im Oktober mit sich bringen wird, der ja auch mit diesen ganzen spannenden Aspekten zusammenfällt. Also mit dem Feuertrigon, mit der Mondfinsternis und dem Vollmond und auch mit der Sonnenfinsternis. All das findet unter rückläufigem Merkur statt. Und ich hatte gesagt, nicht nur Merkur, sondern auch Mars wird es diesen Monat in sich haben. Denn Mars wird nicht nur in Konjunktion mit dem großen Attraktor stehen, zum Vollmond, sondern er wird auch in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum stehen und das ausgerechnet zur Sonnenfinsternis. Also da kommt einiges an geballter, feuriger Energie auf uns zu und wie sich das im Einzelnen auswirken wird, werden wir zusammen uns anschauen in dieser Konferenz, zu der ich dich also einlade, dich anzumelden, dich einzutragen und das mit uns zusammen zu genießen und durch deine Fragen auch gern bitte mitzugestalten. So, und weil das zum allerersten Mal ist, dass ich so eine Konferenz jetzt mache, habe ich auch zwei Überraschungen vorbereitet, die ich ganz zum Ende dieser Konferenz dann euch präsentieren möchte. Auch deswegen freue ich mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein und dir auch anzuschauen, was ich da für dich, für euch vorbereitet habe. Also jetzt erstmal bitte die Anmeldung sichern, dass du also auch wirklich dabei bist und eben auch von uns nochmal erinnert wirst, bevor die Konferenz losgeht. Und dass wir uns dann wirklich jetzt zum Tag der Deutschen Einheit, wie sie ihn nennen, eben treffen und die astrologische Lage für den Oktober 2014 uns gemeinsam anschauen. Ich bin schon super gespannt und freue mich auf dieses Ereignis und auch darauf, dass du mit dabei bist. In diesem Sinne, alles ist Liebe.